herzlich willkommen, liebe Leute, zum letzten Part von Let's Play Super Mario 3D Land. Wir machen jetzt das allerletzte Castle, was es noch fehlt. Und ich weiß, es ist sauschwer. Ich hoffe, dass ich das irgendwie hinbekomme. Aber ich habe keine Ahnung, ob das hinhaut. Also, kritisch die ganze Sache. Weil das ist echt schwer an der einen Stelle. Da habe ich ganz so viel Respekt vor. Aber mal sehen, ob das funktioniert. Alles klar, was kommt der erstmal für ein fettes Feuerding her? Da ist halt der Trick, es irgendwie nicht treffen zu lassen. Ist das hier viel? Oh mein Gott. Ich habe mir das so ein kleines Video angeschaut, um ein bisschen ranzukommen. Aber ich sag was eins, das ist nicht einfach, Leute. So, jetzt muss hier, glaube ich, rauf, genau, und das bringt bis hoch, okay. Hier muss es springen. Jetzt hier, bam. So, ich habe die Level schon gespielt, nein! Puh, Digga, war das knapp, Alter, hier. Scheiß. Deshalb habe ich die ganzen Starcoins wieder eingesammelt, weil das auch der Account war, wo es das damals im Durst hatte. Jetzt wird's richtig heftig, weil ja, es dann erinnert bis noch, jetzt kommen übelst viele von den Dingern. Ah, Hilfe. Gott, dass die einen nicht treffen, da muss man ja übelst krass ausweisen hier. Ist ja nahezu unmöglich hier, Alter. So, die Sackhorn haben es nicht gecrappt hier, was soll's. Habt ihr eigentlich eh schon. So, und jetzt kommt Last Boss. Hier gibt's erstmal ein One-Up. Herzlichen Dank dafür. Und jetzt fahren wir los zu Bowser und holen uns jetzt erstmal einen Tanuki anzukochen. Das war's doch, glaube ich, irgendwie mal Dinger hier einsammelt. Wenn mich das alles täuscht. 1, 2, 3, 4, 5, kommst du und ja, bam, da haben wir den Tanuki Anzug. Wunderbar. Und noch ein One-Up. Yes! Aber Alter, wie geil, krass animiert das hier aussieht mit dem Regen und dem allen, Alter. Übelst nice. Und hier öffnen sich die Tore von Bowser. So, das war's hier, wäre jetzt heftig, glaube ich. Und zwar richtig, richtig hart heftig. Oh, da ist der Peach. Ah, wir sind da. Mario! Uh-oh, da ist Bowser. Und da wiegt mal wieder das viel zu viel. Deshalb werden es alle hier runterfallen. Natürlich nicht so optimal. So, der Teil hier, ich habe das auch bei der Welt vorhin nochmal geübt gehabt, um wieder reinzukommen. Da muss man aufpassen und einfach nicht falsch springen. Dann funktioniert der Teil hier relativ leicht. Und auch gut. Und hier haben wir noch ein zweites Item, so für den Notfall. Ist alles nicht so complicated, wenn man nicht gerade runterfällt. Ah! So, hier wird es dann so wieder ein kleines bisschen complicateder, aber das überspringen wir so. Hier einfach hier zuerst auf der rechten Seite gehen, während er sein Faster wirft. Und dann zur linken Seite switchen, beziehungsweise einfach da anspringen, weil er Essen geht. Und dann mehr oder weniger einfach seitlich dran vorbeispringen. Und das ist eigentlich übelst die. Ah, shit! Jetzt haben wir ein Item verloren, das ist scheiße. Und ich muss mich, glaube ich. Ja, nein. Komm, Mario, das Item! Puh, gut, gut, gut. Komm. Yes! Er ist weg! Er ist weg hier. Aber ich glaube, es geht noch weiter. Alter, das war's leider noch nicht. Kleiner Spoiler nämlich. Weil jetzt geht's hier weiter. Und jetzt packt das so richtig aus hier. Da bin ich bei der Probeaufnahme übelst oft gefehlt. So. Hier muss man nämlich den Scheiße hier ausweisen. Oh mein Gott. Ah! Digga, das ist ja richtig behindert hier. Vor allem, weil ich zum Teil immer nur das ganze Knopf, wo es hier eigentlich hin muss. Ich weiß auch, dass das Penis irgendwo ins Kosovo läuft.
Nein! Komm, spring! Spring! Gut. Komm, 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 go, go, go! Wir haben es gleich geschafft. Gleich haben wir es geschafft. Gleich haben wir es geschafft. Komm! Gleich haben wir es geschafft. Gleich sind wir am Ziel. Yeah, man! Er ist weg! Digga. Was war das? Alter, 5 Minuten 47:48, das muss man auch erstmal schaffen. So viel Lack muss man erstmal haben, ja, Alter. Legendär, das Ganze, legendär. So, hier ist jetzt Ruine. Oh, da ist ja meine geliebte Peach. Mario! Ja, wir sind ja da. Hammer, beendet das Level. Da, 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 da. Und so waren Mario und Peach ein weiteres Mal vereint. Und Ende. Meine Lieben, das war's mit Super Mario 3D World. Ich hoffe, euch hat das LP gefallen. Und ja, ich fand es auf jeden Fall sehr toll, auch wenn es manchmal so Stellen gab, die sind sehr rätsel waren. Insgesamt war es ein tolles Let's Play. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Danke fürs Zuschauen, danke für das Interesse bei dem LP. Wir sehen uns wieder mit New Super Mario Bros. U Deluxe, was heute sogar noch startet, am Donnerstag um 21 Uhr. Und es wird diese auch noch New Super, Super Mario die World Let's Play, das reloaded. Jetzt sage ich danke fürs Zuschauen, macht's gut, liebe Leute, bis zum nächsten Mal und ciao!